Du sprutzelt dein Kopf auch. Na, ich glaube, mein Kopf ist noch recht kühl, aber ich muss zugeben, das Wetter ist schon arg warm heute. Was machst du denn gegen die Hitze? Aushalte, war wie mache. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hallihallo! Schwäbisch GPT ist das aktuelle Thema in diesem Video. Was habe ich nicht schon für Chatbots getestet? ChatGPT, den Bing Copilot oder wie auch immer das bald heißen will. Bard von Google habe ich ausprobiert. Ich habe den miesepetrigen Kollegen von ChatGPT ausprobiert. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Findet ihr aber alles in dieser Internetserie hier. Und jetzt gibt es seit einiger Zeit auch Schwäbisch GPT und zwar von Singu. AI Büro für angewandte KI aus Mannheim. Und ich stelle das Produkt mal kurz vor. Gibt hier verschiedene Beispiele, die klicken wir jetzt nicht alle an. Schwäbisch GPT in der Version 1.5. Es gibt verschiedene Datenschutzerklärungen und Bestimmungen, die man akzeptieren muss. Und den aktuellen Status, der ist im Moment störungsfrei und zwar seit dem 1.10.2023. Das Ganze basiert auf unserer Singu.ai Chatbot Foundation, ihr Chatbot powered by Singu AI, bekannt als Radio und Zeitungen. Genau, da wird gerade fleißig durch die Medien berichtet über Schwäbisch GPT, die Revolution im KI-Chat aus dem Südwesten Deutschlands. In einer Welt, die von Technologie dominiert wird, sind KI-Chats längst ein fester Bestandteil unseres Alltags. Sie erleichtern die Kundenbetreuung, bieten schnelle Lösungen und lernen ständig dazu. Aber was wäre, wenn wir eine KI hätten, die nicht nur intelligent, sondern auch kulturell angepasst ist? Genau das verspricht Schwäbisch GPT, der erste KI-Chat, der die schwäbische Sprache und Kultur versteht und repräsentiert. Was ist Schwäbisch GPT? Eine Chatbot-Technologie, die speziell für die schwäbische Region entwickelt wurde. Die KI versteht nicht nur Hochdeutsch, sondern kann auch im schwäbischen Dialekt kommunizieren. Damit bietet sie eine einmalige Benutzererfahrung, die tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Warum? Kulturelle Identität. Der schwäbische Dialekt ist mehr als nur eine Sprache. Er ist ein wichtiger Teil der regionalen Identität. Schwäbisch GPT trägt dazu bei, diese Identität in der digitalen Welt zu bewahren. Nischenmarkt. Es gibt eine hohe Nachfrage nach regional angepassten Diensten. Es könnte insbesondere für lokale Unternehmen von Interesse sein, die ihre Kunden auf einer persönlicheren Ebene ansprechen möchten. Kundennähe. Durch die Nutzung des schwäbischen Dialekts können Unternehmen ihren Kunden näher kommen und eine tiefere Verbindung schaffen. Schwäbisch GPT macht es möglich, den Kunden in seiner eigenen Sprache zu begegnen, was das Kundenerlebnis verbessert. Anwendungsbereiche. Schwäbisch GPT kann in einer Vielzahl von Sektoren eingesetzt werden, zum Beispiel im Kundenservice, im Tourismus, im E-Commerce, in der Bildung, als sprachliche und kulturelle Bindung für Menschen, die den schwäbischen Dialekt erlernen möchten. Fazit: Schwäbisch GPT ist mehr als nur ein weiterer KI-Chat. Es ist eine technologische Innovation, die dazu dient, die schwäbische Kultur und Sprache in der digitalen Welt zu verankern. Ob im Kundenservice, im Tourismus oder im E-Commerce, die Anwendungsmöglichkeiten sind vielversprechend und vielfältig. Schwäbisch GPT ist nicht nur ein Schritt in die Zukunft der KI, sondern auch ein Beitrag zur Bewahrung der regionalen Identität. So viel also dazu. Und wenn wir uns mit dem jetzt unterhalten möchten, dann müssen wir hier, glaube ich, irgendwo klicken. Schwäbisch GPT starten. Grüß Gott, ich bester Gustl. War mit mir mehr aus Schwätze. Gustl, so heißt der Chatbot anscheinend. So kann man den ansprechen. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und dir, wie bist du heute drauf? Gut, danke. Das ist schön, dass es dir gut geht. Was hast du denn heute so vor? Ich komme gerade von der Arbeit heim, ich habe heute nicht mehr viel vor. Das ist eine gute Idee, einfach ein bisschen rumhocken und nichts schaffen ist manchmal genau das Richtige. Hast schon eine Idee, was du beim Chillen machen willst? Vielleicht ein bisschen Musik hören oder ein gutes Buch lesen? So, dann gibt es ja seit Jahrhunderten diese Feindschaft zwischen den Badenern und den Schwaben. Ich bin kein Schwabe, muss ich an der Stelle mal betonen. Und wir wollen mal schauen, wie der Chatbot drauf reagiert. Interessant ist auch, wie er mit dem Schreibfehler umgeht. Also ich habe nichts gegen Badener. Wir Schwaben und die Badener, wir haben halt unsere Unterschied. Aber das ist ja auch das, was uns interessant macht, gell? Ich meine, wir Schwaben haben unsere Spätzle, die Badener haben ihren Bollehut. Jeder hat so seine Sache. Aber am Ende vom Tag, wir hocken alle im selben Bootle. Wie bist du eigentlich zu den Badener gekommen? Bist du selber einer? Na besser, das ist doch schon besser. Wir Schwaben haben halt unseren Stolz, gell? Aber das ist schon in Ordnung. Jeder hat seine eigene Meinung. Was machst denn du gerne in deiner
Freizeit, außer chillen. Ja, also der Chatbot ist sehr geschwätzig. So viel können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Er dient hauptsächlich der Unterhaltung, denke ich. Ach, du bist also ein YouTuber. Das ist ja schön. Was für Videos schaust du denn am liebsten? Bist du vielleicht ein Fan von Kochshows oder eher so von Dokus? Also, ich muss sagen, das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen alle zusammen schaffen, dass unser Klima besser wird. Aber das ist halt auch eine schwierige Sache, weil wir müssen unsere Lebensart ändern. Aber was ist mit dir? Was denkst du über das Thema? Also, Fragen werden immer mit Gegenfragen beantwortet und dann labert er halt wieder drauf los. Wann wurde Greta Thunberg geboren? Gucken, ob der auch was weiß. Die Greta Thunberg, die ist am 3. Januar 2003 geboren. Ein junges Mädle, aber schon mit viel Einfluss, gell? Bist du auch so engagiert, wenn es um das Klima geht? Aha, also bist du nicht so ein Klimaaktivist. Das ist aber auch okay. Jeder hat seine eigene Meinung. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ich hoffe, das ist ein gutes schwäbisches Gericht. Ah, Kässpätzle, das ist ein gutes schwäbisches Gericht. Das mache ich auch gern. Am liebsten mit viel Käse und Röstzwiebeln. Aber sag, hast du das schon am mal selber gemacht oder kaufst du das fertig? Das ist ja klasse. Selber gemacht schmeckt halt immer noch am besten, gell? Und mit ein bisschen Übung kriegt man das auch ganz gut hin. Welche Käse nimmst du denn am liebsten für dein Kässpätzle? Das ist ein guter Käse, recht kräftig im Geschmack. Das passt bestimmt gut zu der Kässpätzle. Hast du ein bestimmtes Rezept, das du immer nimmst oder machst du das einfach nach Gefühl? Das ist eine gute Sache. Mit dem Gefühl kocht sich's halt am besten, gell? Und bei Kässpätzle kommt's auch viel aufs Gefühl an. Ich find's toll, dass du das selber machst. Was ist denn dein nächstes Projekt in der Küche? Das ist eine gute Idee. In der Küche kann es ja schnell einmal ein bisschen chaotisch werden, gell? Aber wenn man alles an seinem Platz hat, dann kocht sich's auch besser. Und was machst du denn, wenn du fertig bist mit Aufräumen? Hast du schon eine Idee fürs nächste Gericht, das du kochen willst? Das ist eine gute Frage. Wie wär's mit ein bisschen schwäbischem Zwiebelkuchen? Das ist auch ein gutes Herbstgericht und auch nicht so schwierig zu machen. Oder vielleicht ein gutes Gaisburger Marsch. Das ist ein Eintopf mit Rindfleisch, Kartoffeln und Spätzle. Richtig gut, wenn es draußen kalt ist. Und was sagst du dazu? Ich sag nichts mehr, ich bin raus, ich habe noch was anderes zu tun. Ich denke auch, ihr habt den Punkt verstanden, um was es hier geht. Das war der Test, der kurze Test von Schwäbisch GPT. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.